Ostern steht vor der Tür und wir haben euch gefragt, was für Osterbräuche ihr habt. Und da kamen viele Klassiker wie Ostereier färben, Ostereier suchen, mit der Familie in die Kirche gehen. Aber manche haben auch geschrieben, dass sie so abgefahrene Bräuche haben, wie auf einem Rechenstiel die Ostereier rollen zu lassen. Ich kannte den Brauch noch nicht, fand ihn aber sehr, sehr interessant. Bei uns werden wir bei meinen Eltern sein. Mein Sohn ist schon total aufgeregt. Gefühlt seit 3 Wochen reden wir über nichts anderes wie über diesen Osterhasen. Und wir werden erstmal gemeinsam lecker frühstücken und dann natürlich viele, viele Ostereier suchen.